Medien berichten, dass es zu einem erneuten Angriff auf ein russisches Kreiswehrersatzamt in Sibirien gekommen sein soll. In Bratsk hat ein Unbekannter ein Militärkommissariat mit Hilfe eines Molotow-Cocktails angezündet. Zwei Etagen wurden beschädigt. Die Feuerwehr soll imstande gewesen sein, das Feuer zu löschen, bevor sich die Flammen über das gesamte Gebäude ausbreiten konnten. Auf welche Höhe sich der Schaden beläuft, ist noch nicht bekannt gegeben worden. Eine Überwachungskamera soll den verantwortlichen Täter aufgenommen haben. Die Polizei steckt wohl in den Ermittlungen. In letzter Zeit häufen sich die Berichte über Anschläge gegen Militärobjekte in Russland. Ein besonders beliebtes Angriffsziel sollen Kreiswehrersatzämter sein. Diese sind für die Mobilmachung der angehenden russischen Soldaten verantwortlich.